Ja, Mensch, willkommen zurück bei Let's Play Empire Total War in Part 59, also ein Part vor einem neuen Weltrekord. Nein, Spaß. Vor einem neuen Jubiläum, so, wo ich dann wieder mein musikalisches Talent rauslasse und hier einmal irgendwie bäh mache. Aber das ist ja jetzt gar nicht der Fall, weil wir ja ein Part vor 60 sind. Und dementsprechend ist dieser Part auch eher langweilig, auch wenn ich dazu noch gar nichts sagen kann, weil ich weiß überhaupt nicht, wie hier der Part aussehen wird. Und dementsprechend würde ich mal sagen, ich weiß gar nicht, was man hier großartig noch machen kann. Da oben haben wir einen Spion, ein Spionchen, hier haben wir einen Spion drin. Hier haben wir auch einen Spion, der mal ein bisschen durch die Gegend watscheln kann. Unsere Spione stehen auf jeden Fall gut, relativ gut positioniert. Und hier haben wir unser erstes eigentliches Problemchen. Eine kleine Armee, die dort den Weg versperrt mit fünfmal Infanterie, einmal Kavallerie, General und Kanonen. Wir mit sehr viel mehr Kavallerie und wesentlich mehr Infanterie, allerdings keiner Generalseinheit. Das dürfte aber nicht das größte Problem sein. Wir bekommen in der Runde relativ wenig Geld. Man hat mir gesagt, ich soll mal den Minister austauschen. Lass ich doch mal. Kann ich meinen Minister entlassen? Komm hier, der hat wenige Sterne. Man hat mir nämlich gesagt, man soll hier die nehmen, die hohe Sterne haben. Hier, du gehst auch raus. So, hier. Was passiert da dann? Und ich kriege den hier. Sehr schön. So. Der ist zwar in dem Bereich nicht so super, aber ist ja auch wurscht. Verwaltung der Staatskammer. Okay. Ne, der Schatzkammer. Pardon. Nun gut. Ich glaube, jetzt sind die ein bisschen besser dran als vorher, aber na ne, gut, da kann man, ne. Regierungsbeliebtheit 64% aufsteigend. Okay, da kann man noch einiges dran schrauben, eigentlich, ne. Provinz gehört uns. Warum geht es ja weder gut noch schlecht? Auch so, weil da keine Steuern sind. Ha! Jetzt geht es ja richtig schlecht, aber wir brauchen ja auch keine Steuern. Und hier unten gibt es auch noch keine Steuern, aber das liegt daran, dass wir noch nicht eine Runde weitergegangen sind. Und das tun wir jetzt mal fröhlich munter, wie wir sind. Gehen wir mal eine Runde weiter. Wir haben ja nichts mehr zu verlieren. Ich sehe ja sowieso schon in ein offenes Ende dieser Kampagne. Und dementsprechend wird da nichts großartig mehr verlieren möglich sein. Ich glaube, ich werde nicht mehr irgendwie von irgendeiner. Naja, okay, vielleicht von den Schweden werde ich ein bisschen zurückgedrängt, aber ich hoffe nicht, dass wir dadurch Provinzen noch verlieren. Das dürfte auf keinen Fall passieren. Und wenn, dann werde ich mich da mit Händen und Füßen gegen wehren, alle Truppen dorthin abkommandieren, was jetzt nicht als Versprechen zu deuten sein soll, weil nachher passiert das und dann mache ich das. Oh, wir sind bankrott. Wir haben kein Geld. Überhaupt kein Geld. Warum haben wir kein Geld? Was ist das denn? Arbeiter streiken. Ja, es ist ja auch kein Wunder. Wir haben überhaupt kein Geld. Das ist ja unfassbar. Welcher war Mikali Lukowaska war? Was? Das ist natürlich nicht schön. Ja. Das ist natürlich ein Problem. Wenn wir kein Geld haben, ist ja schon scheiße. Wir haben ein Minus von 600. Wo kommt denn dieser große, immense Verbrauch her? Hier sind relativ wenig Truppen. In Moskau sind ein paar mehr, okay, aber Moskau ist ja auch Moskau. Die Grenzstädte.
Einheiten auf. Besonders Kavallerie ist teuer. Und wie viel kosten die Einheiten denn? Was ist das denn? Achso, weil sie so aufgewertet sind. Pardon. Okay. Weg mit denen. Wäre natürlich blöd, wenn wir jetzt irgendwie hier angegriffen werden sollten. So, die Einheit ist auch weg. Jetzt kriegen wir wieder Plus. Das ist gut. Okay. Löschen wir die zwei Einheiten. Das ist natürlich blöd, dass die hier problematisch sind. Das ist ja kein Wunder, aber kann ja auch nichts gegen machen. Großartig. Ich kann ja mal ein bisschen Artillerie verkaufen. Beziehungsweise nicht verkaufen, die verkaufe ich ja nicht. Sondern einsparen, weil Artillerie. Ah, jetzt sind beide scheiße drauf. Das war natürlich kein schlauer Schachzug, gerade die Einheiten dort zu verkaufen. Ich sag verkaufen, tut mir leid, das will ich nicht. Persönlich hat mir Artillerie bis hier keine großen Dienste geleistet. Zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass irgendwo eine Artillerie mir ordentlich Vorteile in einer Schlacht beschert hat. Dementsprechend habe ich die, glaube ich, nur da drin in meiner Armee, weil dort dadurch dann halt einfacher so automatische Schlachten gewinnen werden konnten, so in dem Sinne. Der Weg ist versperrt, Thema, was auch immer. Infiltrieren, dann gehen wir da rein. Spion enttarnt. Was? Spion enttarnt. Und jetzt ist er dort trotzdem drin. Gut. Da ist keine Armee drin, okay. Hier einen Agenten drin? Nein. Mission erfolgreich. Wunderbar. Wunderbar. Und ich kann ja mal hier so zwischendrin irgendwo warten. Aber ein bisschen Übersicht, was hier passiert. Und da könnte man ja eigentlich jetzt mal hier Angriff starten, oder? Was meint ihr? Meint ihr, ja, das hört sich doch gut an. Oh. Dann man weit man's heil, ne? Die Brutalität des Krieges erlaubt keinen Unterschied. Die Lanze, die auf Schuld und Macht gerichtet ist, wird manchmal auch von Unschuld und Sanftmut fallen. Dr. Samuel Johnson, Essayist, Biograf und Dichter. Naja, diese Dichter hier. Immer ganz dicht. Gut. Meine Armee steht ja perfekt hier. Das gefällt mir ja sowas von extrem. Oh, gibt es ja irgendein Bergchen. Ein Bergchen gibt es hier tatsächlich. Oh, da kommt die Artillerie da nicht hin. Gut, dann lassen wir das hier aufstellen. So. Bau doch mal auf hier. Steht bequem. Huch, jetzt habe ich alle ausgewählt. Irgendwie hier so.
flanken. Ganz wahllos hier einmal. Da ein bisschen Kavallerie hier, dann habt ihr noch dazu. Und ihr seid auf dieser Flanke irgendwie vertreten. So, hatten wir das auch geklärt. Gut, hier nochmal ein Stück zurück. Dann seid ihr hier so die große Truppe, die in der Mitte steht. Ihr steht hier seitlich. Ihr steht hier seitlich. Ihr seid jeweils hier und da ist Truppen. Gut, hau raus den Kram, hau raus. Gut, dann mal einmal gruppieren und ein bisschen weiter nach vorne vormarschieren. So. Das gefällt mir als Position. Vorwärts. Kann jetzt die Artillerie schießen? Ah, nicht so weit, okay. Gut. Gut. Dann lassen wir das. Ah, okay, die haben sich hier eingebunkert. Das ist natürlich nicht so schön, aber das sind nur Kanonen. Der Rest marschiert ja wenigstens vorwärts. Gefällt mir. Nochmal einen schnelleren Vorlauf, damit wir sehen, was da passiert. Wer hier gleich als erstes auf die Fresse bekommt. Da laufen auf jeden Fall hier schon die Reiter. Oh, eben sage ich noch, dass die mir nicht viel bringen werden. Oder dass die mir nicht viel bringen, die Kavalleristen. Und jetzt, erste Schlacht und schon sterben dadurch Einheiten. Ja, da muss man die ja jetzt auch verfolgen. Ja. Auf. Und gerne in der Schlacht von Kavallerie ein zweites Mal angegriffen werden. Demnach. Okay, die Kavallerie ist erreicht. Da könnt ihr auch wieder zurückreiten. Getroffen werden. Das stimmt allerdings. Da habt ihr recht. Gut, das sind Grenadiere und das sind ebenfalls Grenadiere. Gut. Wenn man das dann mal klären kann, dann ist er doch auch schön. Wir schicken mal die Kavallerie hier auf eine Mission, die ganz interessant sein könnte. Dann werden ja schon mal die Schweden niedergemetzelt. Das finde ich schön. Ich muss jetzt nicht unbedingt hier so stehen. Und hau drauf die Granaten. Soll das denn hier jetzt, Oha. Haben sie die Einheiten erwischt, die tatsächlich mal ungeschützt waren? Die andere Kavallerie kommt nicht so ganz, in Gange. Jetzt haut rein, Dragone, haut rein. Jawoll. Okay, Artillerie bitte mal stopp. Die Infanterie wird zurückgeschlagen. Gut, das ist schön zu sehen. Die Kavallerie wird zurückgeschlagen. Das ist nicht so schön zu sehen.
Gott, die stehen falsch. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, sonderlich herausragend waren jetzt diese Effekte jetzt nicht. Gut, halten wir fest, Grenadiere ist, machen jetzt nicht so viel kaputt. Oder doch? Nein, reiten unsere Dragoner, gut. Oh ja, aber muss man verschmerzen können. Eine Artillerie, oh, stimmt, ja, Tatsache. Gut, dann kommt man da relativ gut hin. Das ist gut. Nein, ihr werdet nicht die Kavallerie angreifen. Das könnt ihr euch abschminken. Der General kommt zurück. Er will wahrscheinlich seine Kanonen verteidigen. Gut, soll er machen. Wird er nicht schaffen. Was hat er denn hier? Ringelpiez mit anfassen oder was? Nee, nee, nee. Unfassbar. Auf den General! Der General! Der gegen die russischen Truppen überhaupt nichts auszurichten hat. Das ist einfach zu gut für ihn. Die Infanteristen flüchten auch, das ist schön. Ja, das ist die einzige Einheit, die noch standfest bleibt. Hier dreht sich das Gras tatsächlich auch mit, also psch. Ich habe nie was gesagt. Die einzigen Truppen, die aktiv sind, nein, sie flüchten jetzt auch. Gibt es hier irgendwelche Einheiten, die im Kampf noch dabei sind? Nein, ich glaube nicht. Wir sind am Flüchten, der Sieg, ein glorreicher Sieg mal wieder. Man macht ja nichts anderes, außer hier glorreiche Siege sammeln. Habe ich zumindest das Gefühl. Ein Sieg! Jawohl! Hä? Wunderbar! Gut, damit ist diese Armee auch ausgelöscht. Da oben ist ein bisschen Artillerie. Aber Artillerie ist jetzt nicht das, wovor man großartig Angst haben müsste. Und die werden wir im nächsten Park wegschnetzeln. Und dementsprechend würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.